Ja, das sind die 3D-Lashes, um die es heute geht. Zum einen findest du die 3D-Lashes in der Videobeschreibung mit den Links, beide. Einmal die normalen, die du, wenn du im Spiel bist, unter Accessoires, unter Brillen findest, und den Remover, wo du, wie du es hier schön siehst, das sind die EA-Wimpern, die du damit wegmachst, damit die Wimpern schön zur Geltung kommen. Es gibt einmal diese. Die normalen. Für die, die nicht wissen, wie man CC downloadet, bleib jetzt gerne dran. Wenn du das weißt, kannst du weiterspringen. In der Videobeschreibung findest du die Uhrzeit, da einfach draufklicken und dann wirst du direkt weitergeleitet, wie man und wo man sie findet. Wenn du die jetzt gefunden hast, die Seite geöffnet hast und möchtest die in dein Spiel nehmen, musst du natürlich zuerst erst auf Download klicken. Das machen wir einmal. Dann wird es hier geöffnet. Es ist eine ZIP-Datei, heißt du brauchst einen Entzipper. Wir drücken jetzt auf Datei speichern, auf OK. Ich lade jetzt nur die Wimpern runter. Ich habe natürlich alles in meinem Spiel, aber ich möchte das einmal demonstrieren. Hier klickst du dann auch rein, theoretisch auf Download. Es ist, finde ich, immer sehr schön, wenn die weg sind, als wie wenn du sie dabei hast. Genau, das sind einmal die zwei Sachen. Dann gibt es noch welche. Den Unterschied zeige ich dir dann im Spiel. Ich habe sie erst seit kurzem drin und finde es sehr wichtig, deshalb zeige ich es dir auch. Das sind zwar dieselben 3D-Lashes, nur als Skin Detail. Experimental steht jetzt noch dabei. Genau, die kannst du dann auch hier einmal downloaden. Die Wimpern gibt es für Mann, Frau, Kinder als auch Toddler. Du kannst immer wieder auf Download klicken und dann kriegst du ZIP-Dateien. Wie schon erwähnt, die Links findest du in der Videobeschreibung. Wenn du die dann jetzt öffnest. Ich habe jetzt hier die beiden Ordner schon mal so halb vorbereitet. Findest du die jetzt hier? Die sind natürlich jetzt verzippt, heißt du brauchst einen Entzipper. Wie gesagt, ich habe 7 Zip drauf. Geh dann hier auf Entpacken nach, dann macht er mir einen extra Ordner, wo die Sachen drin sind. Du könntest jetzt rein theoretisch diesen Ordner schon löschen. Ich bin so ein bisschen paranoid, oder paranoid, ich bin immer ein bisschen vorsichtig und habe auf meiner externen Festplatte einen Ordner, wo ich wichtige Mods und da die ganzen ZIP-Dateien so speichern. Kannst du machen, musst du nicht. Wenn du die Seiten weißt, wo du es speicherst, ist das voll in Ordnung so. Ja, dann siehst du hier schon, es sind Bilder dabei. Diese ganzen hast du. Ich habe eine Sache rausgenommen von den Lashes. Du bräuchtest für dein Spiel nur diese drei Varianten. Ja, so auch noch mal ein Bild. Das sind die, dann siehst du auch, wie es an Männern aussieht. Die sind ein bisschen anders, die Lashes für die Männer. Genau. Wenn du das dann ausgepackt hast, kannst du dir diesen Ordner kopieren, rein theoretisch die zwei Daten löschen und die untere. Und gehst dann auf Dokumente. Entweder siehst du das hier in deinem Schnellzugriff oder du gehst auf diesen PC, siehst dann Dokumente, Electronic Arts, die Sims 4. Ganz wichtig, Mods-Ordner. Du siehst jetzt hier, ich habe ziemlich viele Mods-Ordner, aber es sind nur 2 GB, also eigentlich gar nicht so viel. Genau, meine Wimpern sind jetzt drin, also ich werde das nicht verschieben. Ich zeige dir jetzt nur wo. Und zwar habe ich das unter Augen. Da siehst du, es ist eine ganze Palette, was man da kriegt. Das sind auch dann die Skin-Detail-Dateien dabei und die normalen und meine wunderschönen CC-Augenfarben. Genau, du verschiebst das dann einfach hier rein und das war's dann auch schon. Dann kannst du rein theoretisch alle Ordner schließen. Wenn du den kopiert hast, den Ordner, kannst du ihn aus Downloads löschen. Oder du verschiebst ihn natürlich direkt. Das kannst du so machen, wie du möchtest. Dann sehen wir uns gleich im Spiel zurück und ich zeige dir, wo und wie du die Lashes dann findest und anwenden kannst. So, wir sind im Spiel. Eine kleine Zwischenlücke noch. Falls du neu bist, wie gesagt, dann musst du ganz dringend hier oben auf Optionsmenü, Spieloptionen, gehst auf Weiteres und brauchst unbedingt benutzerdefinierte Inhalte und Mods aktivieren, Skriptmodus. Das ist ganz wichtig, sonst werden dir deine CC-Mods nicht angezeigt und du kannst sie im Spiel nicht verwenden. Hast du die beiden aktiviert? Perfekt, wenn du noch nicht so mit den Mods und CC drin bist, unbedingt obendrauf, Spieloptionen, Weiteres, hier drauf, Anwenden, das war's. Unbedingt danach das Spiel einmal neu starten, damit die Mods auch greifen und die CCs. Wenn du das gemacht hast, blende ich dir jetzt gleich ein Bild ein. Ich habe das mir nach jedem Start
lasse ich mir das anzeigen. Das kannst du aber einstellen, wie du möchtest. Da siehst du, ah, okay, die Mods sind alle aktiv im Spiel drin. So, wir sind jetzt im Spiel. Ich bin im Cass und du siehst die Lashes schon. Sie hat sie wunderschön auf ihren Augen. Ja, und ich werde dir als allererstes zeigen den Remover. Da habe ich ja schon gesagt, ich finde es persönlich sehr wichtig, weil dann der EA-Wimpernkranz weg ist. Klar, manche EA-Augen haben keinen, aber man sieht es halt dezent durch bei manchen Wimpern. Deshalb ist es schöner. Und zwar klickst du auf den Kopf, hast dann hier Gesicht, tippst drauf und hast Hautdetails. Je nachdem, wie viel CC du hast, musst du relativ weit runter scrollen. Bei mir ist er ganz unten in der drittletzten Reihe, eher gesagt. Und zwar sieht der so aus. Ich kann dir das jetzt mal demonstrieren, indem ich die Lashes einmal runterpacke. Und du siehst, es ist nichts an ihren Augen. Das ist jetzt nur der Lidschatten in der Eyeliner, den sie drauf hat. Und wenn ich jetzt dort auf das X klicke, siehst du, sie hat diesen EA-Wimpern, Kranz, Wimpern, wie auch immer man es nennen möchte. Genau, so sollten die meisten Sims bei dir auch aussehen. Heißt, du gehst auf das Gesicht, tippst auf Gesicht, gehst auf Hautdetails und klickst auf den Remover. Genau, das ist der Remover, der macht wirklich nur die EA-Wimpern-Dinger weg. Die Dateien sind auch nicht wirklich groß, die drei von den Kiiko. Wimpern, so heißen sie genau. Wie gesagt, du findest alle Links in der Videobeschreibung. Da kann auch wirklich nichts schief gehen. Es ist alles kostenlos. Und ja, es gibt ja zwei Möglichkeiten der Wimpern. Und zwar findest du die einen hier unter Accessoires. Entweder scrollst du dich durch oder du tippst auf die Brille und gehst dann nach unten. Bei mir sind sie ganz unten, bei dir musst du dann gucken. Wie gesagt, wenn du auch anderen CC hast, musst du ein bisschen suchen. Bei dir werden wahrscheinlich vier dieser Symbole da sein. Das liegt daran, weil du eine Datei mehr hast. Ich habe die einen rausgeschmissen, weil das Komische waren, das waren diese Wimpern, soweit ich weiß, aber in ganz verschiedenen Farben und persönlich hat mir das nicht gefallen. Ich benutze nur diese da, meistens auch nur bis hierhin. Das ist nicht mein Fall. Das Wichtige bei diesen, wenn du sie anklickst, siehst du, sie hat sie drauf. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dünnere, bisschen längere. Die finde ich für normale Teenager sehr, sehr schön. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die haben auch alle bestimmte Titel, wie die genannt werden. Drama und auch was weiß ich was. Aber ja, es gibt alles mit. Gibt dann auch nur für unten. Verschiedene waren, die gibt es dann auch in Brauntönen. Das sind alles dieselben, nur in verschiedenen Farben. Und dann in Schwarzbraun. Finde ich auch sehr schön. Hat mal was anderes. Dann gibt es diese noch. Ich liebe diese persönlich, weil sie wirklich... Es sind zwar extrem Mega-Meshes und Lashes, aber sie haben einen sehr schönen Augenkontrast. Und da gibt es dann auch ein paar verschiedene. Die haben wir noch. Die da. Und nur für oben. Genau, dann haben wir diese noch. Die sehen ein bisschen anders aus. Sehr schön. Diese Lashes, die du hier unter Accessoires findest, kannst du mit allem Möglichen kombinieren. Ob Ohrringe, Ketten, Armbänder, Ringen, Socken. Wenn du Fingernägel gerne drauf haben möchtest, kannst du das alles dazu nehmen. Ausnahme ist, es ist nicht kombinierbar mit einer Brille. Das ist der Nachteil. Aber dafür habe ich auch eine Lösung. Das sind nämlich die anderen Lashes, die du dafür brauchst. Also wenn du gerne... Nehmen wir jetzt mal die wunderschöne Wimpern haben möchtest und eine super schöne Brille. Ich bin im Moment auf dieser Brille, hänge ich total fest, muss ich so leider sagen. Ich finde die so mega, mega schön und so viele schöne Farben. Und es ist einfach fantastisch. Genau, dann zeige ich dir die anderen jetzt. Und zwar findest du die auf Gesicht, auf Hautdetails wieder. Die sind beim Remover mit dabei. Und zwar sind die bei mir ganz oben. Müssten sie bei dir auch sein. Es gibt zwei Varianten. Siehst du anhand dieses kleinen Bildchens hier, einmal für, ist es in der Stirnpartie und für den Mund. Ich bin ehrlich, ich habe beides ausprobiert mit allem Möglichen. Ich weiß nicht genau, wofür das gut ist, was das da bedeutet, was der Unterschied dazwischen ist. Das müsste ich nochmal in Erfahrung bringen. Aber das Wichtige ist, was du wissen musst, du hast dieselben wie hier in dieser Kategorie. Hier hast du halt die einen dabei, die noch ganz, ganz fein sind. Das sieht man auch hier.
Die sind wirklich ganz fein, die Wimpern. Und ja, wenn wir ihr die jetzt draufgeben, das Coole ist, wenn du sagst, die sind mir zu extrem und die sind mir vielleicht ein bisschen zu leicht, sage ich jetzt mal, kannst du ganz einfach beide Varianten zusammennehmen. Heißt, du nimmst die Wimpern aus der Stirnpartie, sage ich jetzt mal, suchst dir dieselben aus der Mundpartie, weil hier ist ja der Mund und die Stirn drauf, und somit hast du dann direkt ein bisschen mehr Wimpern und es sieht direkt nach mehr aus und es sind einfach nur dieselben doppelt draufgelegt. Genau. Das sind dieselben Wimpern, wie schon erwähnt, wie bei den Brillen drinnen, nur dass du halt hier den Vorteil hast. Es gibt einen Vorteil und einen Nachteil. Und zwar einmal, ich mache jetzt aber die einmal raus. Du kannst auf Brillen gehen. Das kann ich dir so zeigen, ich hatte das schon vorbereitet. Und kannst ihr eine wunderschöne Brille anziehen. Genau, du siehst jetzt auch hier, sie hat diese drin. Das geht auch mit denen, dass sie Brillen tragen können. Der Nachteil ist, das zeige ich dir jetzt, es ist ganz wichtig, dass du dir das merkst. Wenn du zum Beispiel jetzt ein Paar hast, das verheiratet ist, hast vielleicht einen Mod drin, der dann einen Ehering anzeigen lässt. Oder du möchtest wunderschöne Fingernägel drauf haben. Ich gebe ihr jetzt einfach mal so pinkene. Du siehst die Fingernägel. Hier sind sie. Wenn du jetzt zu ihren Augen gehst, siehst du, dass sich die Fingernägel in den Wimpern absetzen. Das ist das Blöde daran. Also musst du dir immer merken, möchtest du einen Ring dazu, musst du bei Accessoires gucken. Möchtest du lieber eine Brille haben, musst du ins Gesicht auf Hautdetails. Genau. Das ist bei den Fingernägeln als auch bei den Ringen. Ich mache jetzt die Fingernägel mal kurz raus. Du siehst es hier auch. Beim Ring ist es nicht so extrem. Hat sie hier an der Ecke was. Also wie gesagt, ganz wichtig. Merk dir das, schreib dir das auf. Aber wenn du das zwei, dreimal gemacht hast, geht das automatisch ins FF rein. Das kannst du, kann dich ja nachts jemand wecken und dir sagen, was musst du beachten, wenn du einen Ring hast. Du weißt genau, ah, Hautdetails, die zwei Varianten gibt es. Da gibt es bestimmt auch einen Unterschied zwischen den beiden. Aber ich habe jetzt bis jetzt noch keinen fest. Gestellt. Also es das heißt auch nicht, dass der eine sagt, oh, okay, komm, geht mit Ring. Nein, ist leider nicht. Beide gehen nicht mit Ring. Deshalb immer schön drauf achten. Sonst haben deine Sims fleckige Wimpern. Genau. Das war es dann auch rein theoretisch schon. Ich werde dir die CC-Augen auch in der Videobeschreibung noch dazu verlinken. Wenn du mehr so Videos möchtest, schreib es mir gerne dazu. Ich bin da relativ neu damit dabei, so Videos vorzustellen. Weiß auch noch nicht, was für weitere Mods und CCs ich da vorstellen könnte, weil wenn man eingibt, es gibt so viele Videos und persönlich bin ich der Meinung, das macht dann nicht Sinn, wenn dann noch ein fünftes Video dazu kommt, weil meistens erklären die anderen es genauso gut, wahrscheinlich sogar besser als ein Mann selbst. Deshalb habe ich das jetzt hier nur gemacht, weil ich dachte, okay, einige der anderen, die ich so kenne, die haben schon immer gedacht, hä, wenn ich es gesagt habe, denk an den Remover. Ich sage nur gerade Sandra, die weiß, von was ich rede. Hoffe ich, hat dir das Video gefallen. Du kannst gerne bei meinem Discord-Channel vorbeischauen. Da teilen wir alles Mögliche, die Videos. Wir sind eine relativ große Truppe mittlerweile. Schau gerne auch bei mal den anderen YouTubern vorbei. Die findest du, manche habe ich dir in den Kanälen verlinkt. Und ja, Discord, Instagram findest du alles in der Videobeschreibung. Und dann hoffe ich, das Video hat dir gefallen. Und ich werde dir noch ein paar Let's Plays und Challenges von mir hier oben rechts bei dem i verlinken. Da kannst du gerne vorbeischauen. Und wenn du natürlich neu bist und denkst, wow, das ist voll cool, kannst du gerne ein Abo da lassen. Da würde ich mich super drüber freuen. Und dann wünsche ich dir noch einen ganz, ganz schönen Tag. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!